wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Schönes Fahrwerk. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein Ründchen mit Gurken möchtet. Hier auf der kleinen Honda Transalp 600 PD06, Baujahr 96. In einem relativ guten Zustand, zumindest für ihr Alter. Ja, wie ihr wisst, habe ich auch einiges reingesteckt und getan. Fahren sie gerade warm und deswegen, es kommt hier sowieso gleich eine Ortschaft, können wir kein richtiges Gas geben. Ist jetzt ja auch so eine kleine Probe- und Testfahrt, ob meine Arbeiten soweit ja gut durchgeführt worden sind, ob alles hält, ob alles bremst, ne? Und wie sich das neue Fahrwerk so macht. Ja, jetzt bin ich erstmal auf dem Weg zum Reifenhändler bzw. zur Mopedklinik. Die hat kurzfristig Zeit. Und ja, gerade jetzt vor Ostern, und die Werkstätten sind momentan doch recht gut besucht und gefüllt. Und da kurzfristig einen Termin zu bekommen für Kleinigkeiten, sprich, hier geht es bei mir konkret darum, den Hinterreifen aufzuziehen und den Vorderreifen zu wuchten. Der Hinterreifen ist schon aufgezogen. Wir fahren jetzt hier gerade aktuell auf einem neuen Heidenau K60 Scout. Den vorderen habe ich selber gewechselt bekommen, inklusive Schlauch. Beim hinteren bin ich einfach nie weitergekommen. Da hat mein Hebelwerkzeug oder mein Montagewerkzeug entweder versagt oder ich habe nicht genug Kraft in der Arme, beziehungsweise ja, ich war vorgestern bei der Mopedklinik. Gestern war ich mit der Z900 dort, die hat auch neue Reifen bekommen, war ich dort und habe ihm dann das ausgebaute Hinterrad vorbeigebracht inklusive Kettenblatt. Ich habe gesagt, hör mal, ich komme hier nicht weiter, ich kriege den Reifen einfach nicht ab. Beim vorderen hat das soweit geklappt, war relativ einfach, aber hinten keine Chance. 10 Jahre altes Gummi, alter Reifen, kriege ich nie ab. Ja, hat er gemacht. Er selbst musste mit 2 Mann rein, trotz Montagemaschine. Der Reifen war wirklich fest auf der Felge, hat er gesagt. Also den hätte ich nie und nimmer abbekommen. Keine Chance. Ja, hat mir dann den Reifen drauf gemacht, wie gesagt, den alten Bridgestone unter den 10 Jahre alten, den neuen Heidenau K60 Scout drauf, inklusive Heidenau-Schlauch. Und das Kettenblatt habe ich mit normalem Handwerkzeug auch nicht gelöst bekommen. Ich habe in Klammern noch keinen Schlagschrauber. Ich hätte das Ganze jetzt auch mit auf der Arbeit nehmen können und so weiter, aber wie gesagt, komm, kann er das auch gleich mitmachen, hat er auch gemacht. Und ja, neues Kettenblatt dran und dann konnte ich das Hinterrad soweit wieder in der Garage einbauen. Im Zuge dessen habe ich dann gleich die Ruckdämpfer erneuert und ja klar, Radlager kontrolliert, das ist soweit noch sehr gut, neu geschmiert alles und wie gesagt, konnte dann weiter fortfahren mit meiner Arbeit, indem ich dann auch das Kettenkit gewechselt habe, beziehungsweise das vordere Ritzel und die Kette. Die musste neu, das habe ich selber gemacht. Und das Fahrwerk. Federn vorne habe ich gewechselt, da sind jetzt welche von Wirth drin. Und hinten habe ich ein Federbein von YSS drin. Und so die ersten Kilometer fährt sich die Transalp dann doch schon wie ein neues Fahrzeug, kann man sagen. Also es ist doch schon bemerkbar, hätte ich nicht gedacht. Federn vorne 100 Euro, Federbein hinten 300 Euro. Ist zwar eine Menge Geld für so ein altes Schätzchen, aber es hat sich wirklich gelohnt. Gerade das hintere, das war so weich und schwammig und ne. Also das ist schon zusammengesackt, allein nur durch das Fahrzeuggewicht, wenn man sie vom Seitenständer genommen hat oder vom Hauptständer. Ja, und heute fahren wir nochmal hin, weil, wie gesagt, vorne habe ich selber gewechselt. Allerdings ist da eine kleine Unwucht drin. Der Reifen ist etwas am Eiern, das habe ich ihm gesagt. Und da sagt er, ja, dann ist er wahrscheinlich nicht richtig gesprungen auf der Felge.
und komm vorbei. Ich sag, muss ich es nochmal ausbauen? Nein, nein, machen wir vor Ort, gar kein Problem. Ja, jetzt fahren wir kurzfristig eben bei der Mopedklinik wieder vorbei und baut er mir eben das Vorderrad aus, macht den Reifen nochmal ab wahrscheinlich und nochmal neu drauf oder haut da gleich, weiß ich nicht, 5 Bar drauf, dass er richtig springt. Schauen wir mal, aber ich denke, das sagt er, das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Ne? Jo, gut, das dazu. Hinten ist sowieso gewuchtet, vorne wird dann auch vernünftig gemacht, gewuchtet. Ich wollte einfach, jetzt werden viele sagen, warum machst du das dann auch selber? Ich wollte eigentlich einfach mal versuchen, selber Reifen zu wechseln. Man sieht das ja oft auf YouTube, wie die Leute ja, mal einen Platten haben. Ne? Dann sind sie auf dem TET, TET, Trans Europe Trail, habe ich mit der auch irgendwie vor. Ist auch noch so ein kleiner Traum, aber schauen wir mal. Zumindest den Deutschen damit zu befahren, um ein bisschen ja, im Gelände reinzuschnuppern. Und wenn du dann da irgendwie in der Pampa einen Platten hast, wo der ADAC nicht mal eben vorbeikommen kann, dann bist du auf dich alleine gestellt. Und dann wollte ich eigentlich zumindest den Schlauch selber wechseln können. Deswegen habe ich diese Aktion gestartet und wollte die Reifen ja, selber abziehen und versuchen selber drauf zu bekommen. Klar, ich habe noch Wuchtwerkzeug zum Auswuchten, so ein Ständer und Gewichte. Aber dass man zumindest weiterkommt in die nächste Ortschaft und nicht irgendwo verhungert, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Das war so der Hintergrundgedanke. Im Anschluss hätte ich das dann sowieso vernünftig wuchten lassen, beziehungsweise jetzt, wie man sieht, ist es auch nicht so ganz erfolgreich gewesen, ist in die Hose gegangen und ja, wie gesagt, ich begebe mich jetzt sowieso dann entsprechend auf dem Weg zum Reifenhändler, wir sind jetzt auch gleich da und dann geht's weiter. Das jetzt hier nur mal kurz als Einleitung und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu Transalp, was jetzt alles gemacht worden ist. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, aber wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr investiert. Neues Kettenkit, neue Reifen, neue Schläuche, ein neues Fahrwerk. Und ja, machen wir gleich eine kleine Probefahrt mit nicht eiernen Vorderradreifen und dann schauen wir mal weiter. So, Reifen ist gewuchtet. Mal wieder nette Gespräche hier beim Georg bei der Mopedklinik. Also hier muss man echt Zeit mitbringen. Nicht, weil er so langsam arbeitet, nein, im Gegenteil. Sondern einfach, weil man sich hier immer verquatscht. Richtig schöne Benzingespräche. So, dann wollen wir mal gucken, wie jetzt der Vorderreifen ist. Ja, läuft schon deutlich besser. Ich merke jetzt auch nichts mehr. Ach, viel besser. Vorher hat man gedacht, das Rad fällt vorne ab. Super. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen Gas geben, weil ich hatte echt Schiss damit zu fahren. Das kommt zwar auf der Kamera nicht so rüber. Wunderbar. Ach, jetzt habe ich vergessen, mein Handy hier vorne dran zu machen. Oh, ich liebe diesen Sound, ne? Ich liebe diesen Sound. Ah, bam, bam. Ja, sie ist jetzt ab und zu mal ein bisschen am Knallen im Schubbetrieb. Aber erst seitdem der GPR-Auspuff hinten dran ist. Wahrscheinlich muss ich da im Vergaser noch ein bisschen was einstellen oder anders bedüsen oder was auch immer. Also Ansaugtrakt und so weiter muss eigentlich dicht sein, weil das hat sie mit dem originalen Auspuff nicht gemacht. Erst seitdem ich den anderen Auspuff hinten dran habe. Ach herrlich, ey. Jetzt habe ich auch wieder Bock damit zu fahren, weil ganz ehrlich, mit 10 Jahren alten Reifen, gut bei so einem Wetter, bei 20 Grad, was wir heute haben hier, ist das alles okay, aber bei kühlen Temperaturen, wollte eigentlich damit ab und zu mal im Winter fahren oder für die Übergangszeit auch mal das Motorrad hier benutzen,
hatte ich mit den alten Reifen keinen Bock, schon gar nicht im Regen. Ist alles lebensgefährlich gewesen. Aber jetzt habe ich hier, wie gesagt, die Heidenau K60 Scout drauf. Alles schön vernünftig montiert, gewuchtet, nichts am Eiern. Jetzt habe ich erstmal Bock ein paar Kilometer mit euch zu fahren. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ja, was habe ich alles gemacht? Wie ihr wisst, habe ich die Transalp ja schon ein bisschen länger, aber die meiste Zeit stand sie jetzt eigentlich nur rum. Kam ja noch mal ein Unfall dazwischen, konnte ja sowieso nicht fahren. Und ja, dann kam ja noch die Varadero als Übergangslösung, habe ich daran ein bisschen rumgeschraubt und bin die dann auch erstmal gefahren. Und jetzt, nachdem alles geklärt ist, meine neue 1250 GSA in der Garage steht und ich ein bisschen zur Ruhe gekommen bin auf dem Gebiet, konnte ich mich dann jetzt auch final um die Transalp kümmern. Es waren ja immer noch Dinge offen. Ich hatte mich ja soweit um alles gekümmert. Neues Öl hat sie gekriegt, neuen Ölfilter, neuen Luftfilter, neue Zündkerzen, neue Kühlflüssigkeit. Ja, soweit habe ich, wie bei der Varadero auch schon, alles soweit gereinigt, Steckkontakte gepflegt, elektrisch gesehen und vorne eine Doppelsteckdose eingebaut, hinten einen SAE-Anschluss gelegt für eine Steckdose, für die Heckkamera und so weiter. Allerdings noch nicht über Zündplus. Das werde ich dann im Winter machen. Muss ich mir noch ein Relais kaufen, bestellen. Aber jetzt habe ich auch langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, die Schnauze voll. Jetzt will ich es auch mal fahren. Und ob das Ding jetzt über Zündplus läuft hier, das Ladegerät fürs Handy oder für die Kamera, sei es drum. Ne? Jo, das ist dann halt noch das, was ich machen muss. Apropos Elektrik, neue Batterie hat sie bekommen. Also hier ist alles eigentlich soweit überholt und neu. Bis auf Lager, kann man sagen. Ne? Lenkkopflager ist noch das drin, was drin war beim Kauf. Radlager habe ich kontrolliert. Die machen noch einen guten Anschein. Und ja. Also wie gesagt, großen Service hat sie gekriegt. Ventilspielkontrolle werde ich dann mal jetzt im kommenden Winter machen, also jetzt zum Saisonende dann irgendwann. Weil wie gesagt, so läuft sie wunderbar. Macht auch keine Geräusche. Das hört sich alles sehr gut an. Der Vorbesitzer hat sich auch eigentlich augenscheinlich ganz gut um das Fahrzeug gekümmert. Ist nicht vernachlässigt worden. Zumindest das, was ich jetzt hier so sehe. Und ja, Vergaser, mal schauen, ob ich mich da mal dann mit einem GT-Matze zusammensetze. Der hat ein Synchronisierungsgerät. Mal Vergaser synchronisieren, aber auch da muss ich sagen, sehe ich akut keinen Handlungsbedarf. Motortechnisch läuft die Transe, laufen sie sowieso. Ja, also die sind sehr genügsam, treu und zuverlässig. Ja, jetzt machen wir nur Vorderradbremse und echt, das ist also die Federn von Wirth. Ich habe vorne die Federn getauscht, auch das Gabelöl gewechselt. Das merkt man. Also progressive Federn vorne, wenn ich so leicht gebremst habe mit den Originalen, die ja auch schon 26 Jahre alt waren. Das Öl war jetzt, glaube ich, keine 26 Jahre alt, aber es war auch schon sehr dunkel und verdreckt, da hat die richtig vorne eingetaucht, ne? Wenn ich nur vorne gebremst habe. Beide gleichzeitig ging's. Ja, apropos Bremsen, Stahlflexleitung hat sie bekommen von Spiegler und neue Bremsflüssigkeit natürlich im Zuge dessen. Neue Bremsklötze vorne, hinten sind noch wie neu, also die müssen vor kurzem gewechselt worden sein, bevor ich sie gekauft habe. Ja, und wie gesagt, Federbein hinten ist neu gekommen aus dem Zubehör von YSS mit einstellbarer Vorspannung,
natürlich und jetzt weiß ich nicht, Zug- oder Druckstufe. Ich meine mit einstellbarer Zugstufe. So, das habe ich aber noch nicht eingestellt, das habe ich einfach out of the box eingebaut, das Federbein hinten. Und soweit passt das. Es ist nicht zu hart, es ist nicht zu weich. Bis jetzt, was ich so merke, das kann man erstmal so lassen. Vorspannung kann ich leider im eingebauten Zustand auch hier nicht einstellen. Gut, wenn man die Mahnenschraube von dem Einstellring gelöst hätte und lose gelassen hätte, dann ja, also eher als das originale Federbein mit so Gabelschlüssel. Da kommt man überhaupt nicht dran. Hier sind so Löcher drin in diesem Einstellring, der die Feder vorspannt. Und da kann man dann mit so einem Metallstab, kommt man da eigentlich überall dran an die Löcher und kann die dann stückchenweise, kann dann dieses Rad verstellen für die Vorspannung. Aber Vorspannung ist eigentlich ganz okay. Und die Zug- oder Druckstufe, ich meine Zugstufe, wie gesagt, die noch einstellbar ist an diesem Zubehör Federbein, da kommt man locker dran. Das ist unten an der Umlenkung die Einstellmöglichkeit. Da kann man korrigieren. Und ich glaube, das ist auch eher die Einstellung fürs Fahrverhalten, die man mal braucht, als die Vorspannung. Ja? Vorspannung kann ich mir eigentlich auf mein Bedürfnis soweit einstellen. Mein Fahrergewicht plus mit ein bisschen Gepäck. Und dann passt das eigentlich. Ja, wie gesagt, auch Federn vorne von Wirt drin. Gabelöl gewechselt. Ist jetzt welches von Motul drin. Vollsynthetisch. Forköl 10B. Kein 7,5, kein 5W. 10W empfiehlt auch die Firma Wirt für ihre Federn. Und ich glaube, das passt. Ein Luftpolster habe ich gelassen von 150 mm. Bei den Originalen ist es, glaube ich, 140 und Wirt empfiehlt 160 mm. Ohne Federn bei voll eingetauchter oder voll eingetauchten Gabelholm wird das ja gemessen. Ich habe mich dann auf die goldene Mitte entschieden und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Noch einen sechsten, ey. Kein sechster Gang. So, jetzt fahren wir ein bisschen die Reifen ein. Sind ja auch recht frisch. Gestern habe ich Reifen eingefahren von der Z900 von Schatzi und Mrs. Ride Alone. Da war ich auch bei der Moped Klinik und da haben wir uns für die Angel GT2 von Pirelli entschieden. Waren am Überlegen, Road 5 von Michelin oder eben die von Pirelli. Im Endeffekt haben wir uns dann der Optik wegen für die Pirelli entschieden. Aber insgesamt für den Otto-Normalverbraucher beides sehr gute Reifen. Der eine schwört auf dem Road 5, der andere auf dem Pirelli Angel GT2 und der andere sagt, nee, ich nehme den Metzler Roadtec SE01. Das ist für mich der richtige Reifen. Also zu Reifen, tut mir leid, da kann ich auch nicht allzu viel sagen. Wenn, dann auch nur auf mein Motorrad bezogen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Bei dem einen Motorrad funktionieren sie sehr gut, auf dem anderen dann eher weniger. So, jetzt habe ich endlich meine kleine Daily Bitch fertig hier und meine Winterschlampe. Nein, eigentlich, dafür ist ja eigentlich wieder fast zu schade, ne? Weil ich habe mich jetzt wirklich drum gekümmert, alles schön gereinigt, gemacht. Service, geputzt, sieht jetzt nicht aus wie neu, aber sieht wirklich sehr gut gepflegt aus. Alles ist soweit gewechselt worden, bis auf ja, Lager kann man sagen. Neues Kettenkit ist dran, da ist jetzt eine Kette von DID drauf, eine 525 VX3. Hinten ein Kettenblatt mit so einem Kunststoffring eingearbeitet. Ist irgend so eine Silent-Ausführung, also eine leise Ausführung. Da soll man dann nicht so die Kettengeräusche hören. Vorne das Ritzel war auch eine Silent-Version, was dabei war.
kostet ein paar Mark mehr, 10, 20 Euro mehr dann der Kettensatz, wenn da solche Kettenrad und Kettenritzel dabei ist mit diesen Kunststoffringen, die angeblich halt eine Geräuschreduzierung herbeirufen sollen, wenn die Kette läuft im Fahrbetrieb, weiß ich nicht. Müsste man wirklich von direkt vergleichen auf einem selben Fahrzeug mit unterschiedlichen Ketten, Rädern und Ritzeln, einmal mit und einmal ohne Silent Ausführung. Keine Ahnung, ich habe es einfach genommen, weil, weiß ich nicht, die 5 Euro mehr oder 10 Euro mehr, egal, wenn du es schon machst, dann nur das Beste, ne? Ja, dachte ich, zumindest beim Ritzel ist es so, habe ich dann im Nachhinein, meistens lese ich das dann immer erst, wenn ich die Sachen gekauft habe, habe ich dann gelesen, öfters auch gelesen, dass die Getriebeausgangswellen bei der Honda Africa Twin, bei der alten, als auch hier bei der Transalp, dass die, ich glaube, in den ersten 2 Baujahren hatten die auch eine sehr grobe Verzahnung. Die haben nicht so lange gehalten, waren relativ schnell rund gelaufen und dann hast du natürlich den Salat, neue Getriebeausgangswelle muss rein und das ist eine Heidenarbeit, ein Heidenaufwand. Hat Honda dann wohl reagiert und eine Feinverzahnung dann auch rausgebracht, 2 Jahre später. Also ich rede jetzt hier speziell auch von der Transalp. Aber auch die ist nicht ganz verschleißfrei und so gehärtet, wie man es sich eigentlich wünscht. Wie gesagt, wenn man dann gerade die Ritzel aus dem Zubehör nimmt, keine originalen Honda-Ritzel, habe ich gelesen, und dann auch nicht immer dieses Sicherungsblech erneuert, dann ja, bekommt dieses Ritzel Spiel, sitzt nicht ganz drauf, hat ein bisschen Spiel und ja, dann kommt der Rost, der Dreck noch dazu und irgendwann greift dann diese Verzahnung des Ritzels, die Verzahnung, ne, hier muss ich gar nicht hin. Oh, es läuft aber gut, jetzt ist sie nicht mehr so oft am Frötzeln und am Ballern und am Knallen. Ja, wie gesagt, dann hast du den Salat, wenn das nicht richtig straff und bündig in der Verzahnung sitzt und die Zähne nicht richtig ineinander greifen, ein bisschen Spiel drin ist, wie gesagt, dann kommt noch ein bisschen Dreck dazu und dann greift das, dann nutzt sich nicht das Kettenblatt ab, beziehungsweise das Ritzel, sondern ja, das weichere Material gibt nach, in dem entsprechend die Welle. Und da gibt es wirklich Wellen im Internet bzw. Bilder dazu, die Mahlzeit ohne Handschuhe fahren und dann die grüßen. Geht gar nicht. Die wirklich rund gelaufen sind, wo keine Verzahnung mehr vorhanden ist, an der Stelle, wo das Ritzel ist. Die Zubehörritzel als auch das Originalritzel nutzen auch nicht die komplette Fläche der Getriebeausgangswelle. Und da gibt es jetzt, oder gibt es Abhilfe, auch schon seit längerer Zeit, ich weiß jetzt nicht wie lange, auf jeden Fall bin ich, wie gesagt, beim Recherchieren darauf aufmerksam geworden. Da gibt es jetzt von KK Bike aus Italien so ein Spezialritzel, so nenne ich es einfach mal, was die gesamte Getriebeausgangswelle nutzt, die Länge, und auch nicht mehr dieses blöde Sicherungsblech nutzt, sondern so eine eigene Mechanik wurde dort konstruiert, die wirklich sicher ist, das Kettenritzel richtig fixiert, so dass es ohne Spiel auf der Getriebeausgangswelle aufliegt und somit die Wahrscheinlichkeit wirklich gegen Null tendiert eigentlich, dass die Welle ausgenudelt ist oder ausgenudelt wird. Ja, das habe ich mir bestellt. Kostet, festhalten, das Ritzel zwischen, wenn er es direkt in Italien bestellt, 50, 55 Euro mit Versand, und wenn er es hier über eBay bestellt, über einen österreichischen Händler oder auch über den Shop von Africa Queens, seid ihr so bei 65, 70 Euro. Jo, nur für das vordere Ritzel.
Also könnt ihr sagen, nur für das vordere Ritzel habt ihr eigentlich schon einen halben Kettensatz. Bekommt da schon einen halben Kettensatz, ja. Und das Ritzel, was beim Kettensatz jetzt dabei war, das konnte ich in der Ecke legen. Ne? Ist egal. Ist eben so, lieber jetzt 70 Euro investiert, als wenn ich sie jetzt noch länger fahren sollte, wovon ich eigentlich stark ausgehe und nochmal die Kette wechseln muss, dass ich da nicht irgendwie eine böse Überraschung bekomme. Ne? Ja, Spiegel sind auch andere, ne? Sehen aus wie die von der GS, sind aber aus dem Zubehör, irgendwelche Nachbauten von Ewa Motor, machen auch ganz gute Blinker. Gibt es bei Amazon für, was weiß ich, zwischen 15 und 20 Euro mit E-Zeichen natürlich. Passt. Ja, Scheibe ist eine andere von MRA, aber wie gesagt, dazu habe ich ja alles schon irgendwo gesagt. Aber ich kann ja trotzdem gleich nochmal anhalten und wirklich alles von A bis Z aufführen, was jetzt neu gekommen ist, geändert worden ist. Ja, und jetzt kann man sagen, über Preis möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, aber es ist schon Wahnsinn. Es ist schon Wahnsinn, was man jetzt hier so für die alte Gurke mit allen Zip und Zap hingelegt hat. Erstmal den Fahrzeugpreis an sich und dann habe ich noch mal gute, kann sagen, 1.000, 1.500 Euro reingesteckt. Ne? Gut, Auspuff hätte jetzt nicht sein müssen, wollte ich allerdings haben. Dann habe ich zu Hause noch einen Edelstahlkrümmer liegen. Wieder ein schöner Ausblick hier. So, mal hier hoch. Schon gut am Knattern, die gute hier. Hier ist schon wieder so windig, ne? Naja, ich hoffe, ihr versteht mich. Aber es ist nicht ganz so wenig, wie ich hier mit der Varadero letztens gestanden habe. Habe ich auch nicht geglaubt, dass es das letzte Video sein wird. Die letzten Fotos. So, da ist sie. Das gute Stück. Klar, sie hat so, wenn man genauer hinguckt, hat sie so ein paar Gebrauchsspuren. Hier ist ein kleiner Kratzer. Hier am Tank und so weiter. Aber insgesamt wirklich eigentlich noch ein recht guter Zustand. Sehr wenig Rost. Ja, und eigentlich kommt es auch auf die Technik drauf an, dass alles tippitoppi ist. Vor allen Dingen Bremsen, Fahrwerk und das Ganze drumherum. Ja. Vorne auch eine neue Birne reingekommen. Neues Leuchtmittel. Auch hier diese etwas weißeren. Wie gesagt, hier steht das gute Stück. Jetzt in dem Zustand, wo ich es haben wollte. Und klar, er hat jetzt 43.000 weg. Der Kilometerstand scheint auch zu stimmen. Das sagte jetzt hier gerade auch nochmal der Mann aus der Werkstatt, der den Reifen vorne gewuchtet hat. Hat er, das kann man dem Gerät schon abkaufen. 143, dann sehen die meistens doch noch anders aus. So, ja. Hallo Transalp. Als ich sie gekauft hatte, waren die Sturzbügel von Heat schon dran und die Griffheizung war montiert und die Bordsteckdose mit Spannungsanzeige hier vorne. Ansonsten habe ich alles noch hier montiert, unter anderem die Seitenträger für ein Givi-Koffersystem. Da muss ich aber mal schauen. In erster Linie sollten das eigentlich nur so als Sturzbügel sollen sie fungieren, beziehungsweise für Taschen, für Softgepäck oder halt für günstige Alu-Boxen. Muss ich mal schauen, ne, ob ich überhaupt mit Gepäck hier mit der Transalp unterwegs sein werde. Und wenn dann vielleicht nur hinten mit einer großen Gepäckrolle einfach draufgeschnallt, vorne vielleicht so Bügeltaschen, muss ich mal schauen.
Nebelscheinwerfer, wie gesagt, sind dran, LED, alles schön. Auch der mittlere Scheinwerfer, der Fahrscheinwerfer hat so ein etwas weißeres Licht, nicht mehr so ein gelbes. Gefällt mir, aber wie gesagt, das habe ich euch ja auch alles gezeigt. Auch die getönten Blinker hier vorne, macht schon was her und hat sie verdient. Ne? Klar, der ein oder andere sagt, ach, so viel hätte ich gar nicht gemacht. Originalzustand ist schon irgendwo auch was Feines, aber in so einem guten Zustand befindet sie sich dann auch nicht. Und auch mit der Laufleistung, dass man sagen kann, das wird auf jeden Fall so ein Oldtimer-Ding, was man sich in der Garage stellen kann. Und dann in 10, 20 weiteren Jahren hat man da wirklich ein Schmuckstück stehen. Das ist so ein Fahrzeugzustand, wollte ich auch haben, der benutzt werden möchte, der auf die Straße gehört und der auch eigentlich für nichts zu schade ist. Ne? So, auf diesem Level bewegen wir uns und Transalp, die Gebrauchpreise sind echt der Wahnsinn. Also für eine richtig schöne, mit einer guten Historie, wenig Vorbesitzer, im sehr guten Zustand, wo man sagen kann, hör mal, die kannst du dir wirklich wegstellen, die ist eigentlich schon fast zu schade zum Fahren, da geht dann mittlerweile Richtung 4000 Euro, ne? Das ist schon Wahnsinn. Und das habe ich jetzt knapp ausgegeben für die hier, eigentlich auch schon Wahnsinn, allerdings technisch gesehen ist sie jetzt auf einem anderen Stand. Wie gesagt, Fahrwerk wurde geändert, Federn vorne, Federbein, der Auspuff, dann habe ich noch den Edelstahlkrümmer, weil das ist auch so eine Macke, eine Kinderkrankheit hier, dass sie sehr schnell rosten. Der wurde auch schon nachgestrichen oder lackiert. Auch der Auspuff hinten, ja, die sind sehr schnell immer am Gammeln. Und da wollte ich dann Ruhe reinbringen, wie gesagt. Und die Originalteile habe ich mir weggelegt. Den Auspuff hinten habe ich schon aufbereiten lassen. Der sieht wieder aus wie neu. Als nächstes kommt dann der originale Krümmer raus, lasse ich aufbereiten, lege ich weg. Und für den Fahrbetrieb dann Edelstahl und wenn ich sie mal veräußern sollte, habe ich dann halt noch die Originalteile in Neuzustand quasi dann dort liegen. Was auch immer seltener wird, gerade so die Ersatzteile, auch auf dem Gebrauchmarkt muss man schon ein bisschen gucken und preislich gesehen geht es auch da nur noch nach oben. Gerade Verkleidungsteile und alles, was so rar ist, was man auch nicht mehr neu bekommt, wird schon recht hoch gehandelt, genauso wie bei der Afrika Twin. Also es ist nicht so, dass man sagt, da hat man eine alte Gurke stehen, die kostet kein Geld. Nee, also für den Unterhalt und wenn man auch diesen Zustand haben möchte und auch halten möchte, einen guten Zustand, dann muss man schon ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Ne? Oder man fährt sie einfach auf, die Geräte. Ne? Aber dafür sind, finde ich, dieses Schätzchen jetzt eigentlich zu schade. Ne? Sie hat noch ein paar Jahre auf jeden Fall verdient. Und ja, Spiegel sind anders. Die Sitzbank wurde mal neu bezogen. Vielleicht auch neu gepolstert. Die ist eigentlich recht bequem. Gepäckträger war soweit vorhanden. Wie gesagt, Spiegler, Stahlflexleitung, neue Bremsflüssigkeit. Der Hauptständer war schon dran von SW Motec. Vorne der Motorschutz wurde schwarz lackiert vom Vorgänger. Da habe ich auch schon einen Aluschutz zu Hause liegen. Da muss ich aber noch die Halter ein bisschen anpassen, weil das passt dann, kollidiert so ein bisschen mit den Sturzbügeln. Der ist eher so für die SW Motec Sturzbügel ausgelegt. Das ist jetzt einer von Heat. Da passt das nicht so ganz. Da muss ich den Aluschutz noch ein bisschen bearbeiten. Ist jetzt allerdings nicht so dringend nötig, aber wie gesagt, kommt wohl auch noch. Und ja, Reifen neu, alle Schläuche sind neu, alles schön gereinigt, gefettet, ich wiederhole mich, ich weiß. Neue Flüssigkeiten, Öl, vollsynthetisch, jetzt das Shell Advanced 4-Takt Ultra. Läuft wunderbar, kein Kupplungsrutschen, das Schalten ist super. Also keine Angst, die Gute verträgt auch vollsynthetisches Öl und Kühlflüssigkeit vom Motul, Gabelöl vom Motul, alles, wenn es ja das gibt, auch dann immer vollsynthetisch, da mache ich keine Kompromisse. Kettensatz ist neu, wie gesagt, Kettenblatt hinten, weiß nicht, ob man sieht hier diesen Kunststoffring. Dann läuft die Kette drauf,
soll die Geräusche mindern. Hier ist der Aufkleber von dem Ritzel, Super Pinion, was man jetzt leider nicht sieht. Ich kann ja mal ein Bild einblenden. Ja, da kommt eins zum anderen, ne? Federbein von YSS im schönen Rot. Ja, wie gesagt, insgesamt bezahlt hatte ich 2400 Euro, kann ich ja ruhig sagen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt rechnet, Reifen 200, Schläuche 40 Euro, Federbein 300, 100 die Federn, dann die Flüssigkeiten roundabout, sagen wir mal 100 Euro mit den Filtern, andere Spiegel 20 Euro, 100 Euro die Scheibe, Gepäckträger hinten, hier der Seitenträger waren wir bei 100 Euro oder 120, andere Blinker hinten, wieder ein 20. Da kommt dann ein zum anderen, ne? Wie gesagt, also so wie sie jetzt hier steht, hat sie mich ja knapp 3.500 Euro gekostet. Eigentlich totaler Wahnsinn, aber es ist nun mal so, ne? Transalp und Honda Africa Twin ist mittlerweile auf dem Gebrauchtmarkt eine andere Klasse und auch recht preisstabil. Ja, würde ich sagen, geht's weiter. Ich muss mich jetzt auch so langsam wieder auf den Heimweg begeben. Achso, den Tacho hatte ich auch ausgebaut. Das Tachoglas entfernt und auch den Tacho innen drin alles gereinigt und schön gepflegt. Drehzahlmesser, das Ziffernblatt war so leicht schief. Das habe ich beseitigt. Jo. Wunderbar. So, jetzt haben wir hinten TÜV 22, also 422. Das heißt, die muss jetzt diesen Monat zum TÜV. Das werden wir auch machen. Ich habe jetzt auch immer eine ganze Reihe an ABEs dabei oder muss die dabei haben. Und ich weiß auch gar nicht, wie das ist mit den ABEs. Ich denke mal, dass die sich auch gegenseitig aufheben. Gerade Federbein hinten und der 130er Reifen von Heidenau, der auch so nicht in der Größe im Fahrzeugschein steht. Bis Baujahr 96 normalerweise 130er eingetragen. Bei mir steht komischerweise nur 120 hinten eingetragen. Aber es ist definitiv eine PD06. Ja, vielleicht genau in die Übergangsphase gerutscht, weil ab PD10 wurde dann hinten nur ein 120er eingetragen. Ja, so Reifen muss ich auf jeden Fall eintragen lassen, ist leider so, weil dieses Fahrzeug hier noch Baujahr vor 2000 ist, also sprich eine Betriebserlaubnis, kein COC, keine europäische Zulassung hat. Und selbst wenn ich auch nur die Reifen, wenn da noch eine Reifen, zum Glück steht keine Reifenmarke dabei, sonst müsste ich noch, obwohl die Größe gleich geblieben ist, aber ein anderer Hersteller drauf kommt, muss ich den auch eintragen lassen. Ist leider so jetzt. Da wird momentan auch ganz schön viel Geld gemacht, weil der TÜV, der benötigt weiterhin die Reifenfreigabe und daraufhin trägt er dann die Reifen ein, macht eine kleine Probefahrt, guckt, ob sie richtig montiert sind und dann war's, ne? Naja, egal, anderes Thema. Also Reifen muss ich eintragen lassen, dann das Federbein hinten werde ich eintragen lassen, weil ich denke mal, die beiden, das muss einfach eingetragen werden, das beißt sich, weil das bezieht sich ja immer alles nur auf Originalzustand, die ABEs, und das ist es ja dann im Endeffekt nicht. Genauso wie die Federn vorne, ist ja jetzt auch nicht mehr original. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, da irgendwie 3, 4, 5 ABEs mit mir rumzuschleppen jedes Mal in unterschiedlichen Größen. Ich lasse das jetzt alles in einem Abwasch dann machen. Einmal TÜV, ASU und Eintragung. Und dann ist gut, dann habe ich Ruhe. Ja, ich hatte auch mal gelesen, da hat auch mal einer irgendwie Strafzettel für bekommen. Und zwar ging es da, jetzt weiß ich nicht konkret um was, allerdings ist es ja, der eine oder andere weiß es ja, auch dass ABEs, die gerade angesprochen, sich immer auf den Originalzustand berufen. Sprich, habe ich jetzt eine ABE von einer Lenkererhöhung, bezieht die sich natürlich
auf den original verbauten Serienlenker. Habe ich jetzt allerdings schon einen anderen Lenker verbaut mit einer ABE und will den dann noch mal höher haben und schraube noch eine Lenkererhöhung dazu, ist das eine Baugruppe oder wird als eine Baugruppe gesehen. So, wo jetzt zwei Teile eine ABE haben, die sich allerdings auf den Serienzustand beziehen, und dann muss ich trotz ABE die Sachen eintragen lassen. Ja, also nicht nur bei TÜV-Gutachten, sondern auch in gewissen, bei gewissen Bedingungen muss ich auch mit einer ABE die Sachen eintragen lassen. Weil wie gesagt, Originalzustand, das war mir auch soweit bekannt bei Baugruppen. Ja? Wenn sich das auf die jeweilige Baugruppe bezieht. Sprich zum Beispiel auch Bremse vorne, habt eine andere Bremsscheibe und baut jetzt noch Stahlflexleitung ein. Gehört das zu der ein oder derselben Baugruppe, und dann müsst ihr trotz ABE dann die Sachen eintragen lassen. Weil wie gesagt, bezieht sich auf Baugruppen Originalzustand. Jetzt ist es wohl so, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich glaube, das wissen auch die allerwenigsten. Das wissen noch nicht mal, glaube ich, die Herrschaften von der Polizei. Und dann auch nur, wenn sie wirklich speziell darauf geschult worden sind. Dass man generell, je nach ABE-Formulierung, ab der zweiten ABE die Sachen eintragen lassen muss. Sprich, habe ich eine Lenkererhöhung, wo drin steht, bezieht sich auf den Originalzustand des Fahrzeuges oder Serie, da steht drin Serienfahrzeug, und habe dann noch andere Fußrasten, also sprich andere, ganz andere Baugruppe an einer ganz anderen Stelle verbaut, muss ich dann trotz alledem, obwohl ich eine ABE für beide Teile habe, Lenkererhöhung und Fußrasten, die Sachen eintragen lassen. Das war mir neu, und angeblich hat der eine oder andere da schon auch von einem sehr visierten und geschulten Mann dann auch schon mal einen Strafzettel bekommen, beziehungsweise eine Mängelkarte. Die neue Honda, wie heißt sie, die Tourer, die 1100er, die Afrika Twin für die Straße. Und jedem, den ich das sage, der schüttelt mit dem Kopf. Nein, ich kenne das auch nur mit den Baugruppen und so weiter. Und wie gesagt, ja, momentan für mich, ja, Gerücht kann man nicht sagen. Ich habe ein Foto gesehen von dem Strafzettel, von der Mängelkarte. Wie gesagt, da steht dann auch explizit drin, zwei ABEs, und die sich auf Serienzustand beziehen. Und ja, das Fahrzeug ist nun mal dann nicht in Serie, weil, ne, Lenkererhöhung, dann bist du schon raus aus dem Serienzustand, und Fußrasten auch. Und wenn dann in ein, steht ja nicht in jeder ABE so drin, da müsst ihr mal in eure ABEs gucken, wenn dann in einer der ABEs dann drin steht, bezieht sich auf Serienzustand des Fahrzeuges, dann entweder baut er dann das Bauteil wieder ab, dass er diese ABE nicht benötigt, oder ihr müsst alles eintragen lassen, dass er dann quasi wieder so ein, ja, ja, Serienzustand nicht herstellt, aber dass das dann quasi legal ist, ne? Und abgenommen ist. Das ist schon Wahnsinn. Ja, aber der Reifen fährt sich gut, also muss ich sagen. Ich bin auch so ein Typ, ich habe da keinen Bock drauf. Wenn er dann, ich wurde zwar noch nie kontrolliert, schon gar nicht auf dem Motorrad in technischer Hinsicht, und ich habe da einfach keinen Bock drauf. Gerade wenn ihr dann im Urlaub seid und dann in der Gruppe und so, und dann könnt ihr da irgendwie nicht weiterfahren. Deswegen will ich das safe haben. Auch mit ABE ist man nicht immer hundertprozentig safe. Ne? Es kommt immer darauf an, was in der ABE drin steht. Und seitdem ich das weiß, wenn ich mir Zubehörsachen kaufe, meistens kann man sich die ABEs ja beim Hersteller runterladen, gucke ich da explizit rein, ob dieser blöde Passus drin ist, der sich auf den Serienzustand des gesamten Fahrzeuges bezieht. Weil was hat zum Beispiel eine Lenkererhöhung damit zu tun,
mit Fußrasten. Ne? Es ist ja eine unterschiedliche Baugruppe, aber wie gesagt, die Hersteller sichern sich da auch ab und sagen einfach knallhart, Serienzustand des kompletten Fahrzeuges. Ne? Wie gesagt, da müsst ihr gucken. Da gibt es einige Hersteller darunter, die das dann reinschreiben, aber es gibt aber auch Zubehörhersteller, die das nicht reinschreiben. Ja. Ach schön, aber windig. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir es haben. Ach, 5 Uhr erst. Hallo Schäfchen. Jo, hier ist die Welt noch in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Ah, die hat schon ihre Jahre hinter sich. Kann wahrscheinlich viel erzählen. Man sieht es auch an den Armaturen, da war die Varadero doch wirklich ja, in einem wirklich, wirklich besseren Zustand. Aber die war auch 10 Jahre jünger. Weitaus weniger Kilometer weg, nur die Hälfte. Die stand ja wahrscheinlich auch mal im Freien oder hat die ein oder andere Abenteuertour hinter sich. Und dann darf sie ruhig ein bisschen Patina haben. Und es gibt Transalps, die sehen noch weitaus schlimmer aus. Jo! Herzlich willkommen, Honda Transalp. Fahrfertig, technisch fit. Und ich hoffe, wir beide werden viel Freude miteinander haben. Weil wie gesagt, dieses Jahr habe ich auch so ein bisschen, oder liebäugel, damit so ein bisschen, ja, meine Geländeerfahrung zu erweitern. Ja, kann man das sagen? Nein, ich war noch nie richtig im Gelände. Nein, einfach um zu testen. So richtig hartes Gelände oder so, nein. Ich möchte meine Knochen schonen. Das ist es mir nicht wert, aber mal so einen Feldweg entlang fahren, mal einen matschigen Weg oder was auch immer. Oder einfach, wie gesagt, da gibt es diesen TET, Trans Europe Trail. Da habe ich mir auch schon die App runtergeladen. Habe mir die Routen angeguckt, das ist ja in ganz Europa verteilt. Und da hätte ich schon Bock. Ja. Vielleicht alleine, vielleicht zu zweit, mal schauen, ob ich einen Mitfahrer finde. Und dann auch eventuell mit Zelt, wirklich so ein bisschen ein auf Abenteuer oder mal im Shelter übernachten. Wenn ich so die Videos sehe auf YouTube, hätte ich da auch richtig, richtig Bock drauf. Ist zwar alles einfacher gesagt als getan, aber ja, was soll ich sagen? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Man muss es einfach mal in Angriff nehmen und habe überlegt, mit der 1250 GS, ja, ist mir auch ein bisschen zu schade, gerade weil sie jetzt auch niegelnagelneu ist. Ist auch ein bisschen zu schwer, gerade als Anfänger auf unbefestigten Wegen damit klarzukommen. Ja, Transalp eigentlich perfekt, weil Offroad brauchst du ja jetzt nicht unbedingt ABS und Traktionskontrolle, sehr kontraproduktiv. Jo. Dann machst du die jetzt mal richtig fit und investierst auch noch das Geld, obwohl sie eigentlich nur so als Daily Driver oder Winterschlampe fungieren sollte und ich die runterfahren wollte, habe ich halt noch ein bisschen Kohle in der Hand genommen und gerade fahrwerkmäßig und so weiter ein bisschen was reingesteckt, damit wir dann ja auf Tour keine Panne haben und relativ gut von A nach B kommen. Im Zuge dessen habe ich mich dann auch entschieden, im Sommer jetzt mal so ein kleines Enduro, ja ich sage einfach mal Schnupperkurs zu machen, bei Heike Escapes im Stöffelpark. Ich hoffe, das wird stattfinden. Bezahlt ist, angemeldet bin ich. Werde ich mit zwei Kollegen hinfahren, beziehungsweise mit einem, der eine hat abgesagt mit der Honda Africa Twin. Für den ist es wohl angeblich doch nichts, auf unbefestigten Wegen unterwegs zu sein. Ja gut, ist halt auch ein Bike, ist, wäre für mich auch zu schade, wenn du damit umkippst. Und wie gesagt, da ist die Transalp ideal. Ist es nicht allzu schlimm, ne, wenn sie mal einen Kratzer mehr in der Verkleidung hat. Und jo. Und dann wird es noch eine kleine Überraschung geben. Ich habe mir da noch was weiteres angelacht.
Und zwar bewegen wir uns da in der Klasse zwischen Transalp und ja, 1250 GSA. Gewichtsmäßig liegen wir eigentlich auf dem Niveau der Transalp. Ob 5 Kilo mehr, weiß nicht der Rede wert. Nein, ist keine Yamaha Tenere 700. Die ist mir preislich auch zu hoch angesetzt, gerade gebraucht. Sind das ja teilweise Neupreise, die ja verlangt werden. Und auch so insgesamt, was mache ich da mit der Transalp? Weil das sind wirklich ein und dieselbe Fahrzeugklasse. Die Tenere ist vielleicht noch ein bisschen besser für Gelände ausgelegt, gerade ab Werk. Nee. Also wie gesagt, da wird es noch ein kleines Überraschungsvideo geben. Irgendwann nach Ostern, Anfang Mai. Steht schon in der Garage. Fahrzeug Nummer 3. Ja, muss ich noch ein bisschen beigehen und mir die so ein bisschen individuell anpassen und vor allen Dingen auch die Zeit haben. Ne? 1250er, die war dann auch noch darauf, die restlichen 400 Kilometer zu bekommen für die Tausender. Bin ich auch nicht zugekommen wegen Wetter oder wegen Zeit. Eins von beiden hat dann nicht hingehauen. Aber jetzt am Sonntag machen wir mindestens die 400 drauf an einem Tag und dann hat sie 1000, dann stelle ich sie weg. Den Termin für die Einfahrinspektion habe ich verschoben vom 11.04. auf den 2.05. Ja. Wie gesagt, ich habe ja Alternativen. Transalp und ja, jetzt Nummer 3 habe ich auch am Montag angemeldet. Fahren kann ich damit. Aber wie gesagt, möchte ich noch andere Reifen drauf machen. Ein bisschen Zubehör montieren, bevor ich sie euch vorstellen möchte. Gut, meine Lieben, das war es dann für heute von eurem Ride Alone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen langwierig. Mal schauen, wie ich das zusammenschneide. Wie gesagt, Transalp ist wieder on the road. Jetzt kriegt sie noch frischen TÜV und eine Eintragung. Ich hoffe, das klappt alles soweit und dann kann es losgehen. Dann hoffe ich mal, dass ich das ein oder andere schöne kleine Mikroabenteuer in diesem Jahr mit ihr erleben werde und dann schauen wir mal in den weiteren Jahren, was wir damit machen. Eine Balkanreise eventuell, aber ich weiß nicht, ja, ob ich das mit diesem Motorrad machen möchte oder dann eher mit meiner neuen Nummer 3 oder wie gesagt sogar mit der 1250er. Ja. Luxusprobleme eben, ne? Okay, in diesem Sinne, bleibt heiter, sauber, fröhlich, munter und vor allen Dingen gesund und oben. In diesem Sinne, haut rein, meine Lieben. Ciao.